Wir sind heute wieder für euch am Start und haben die neue A-Klasse 45 AMG als S-Modell. Wir haben hier das S-Modell. S bedeutet, der hat ein bisschen mehr Leistung und ein bisschen mehr Funktion als der normale AMG 45. Das heißt, der normale AMG hat 387 PS und wir haben hier im S haben wir 421. Der normale AMG hat 450 Newtonmeter und der hat 500. Hier haben wir einmal die 90 mm Endrohre beim S. Beim normalen AMG haben wir da 82 mm. Das heißt, optisch ein bisschen größer, ein bisschen schöner. Alles schön im Schwarz gehalten. Die ganzen Endrohre, der Diffusor ist mega schön. Man sieht auf jeden Fall, dass es ein sportliches Auto ist. Und wir sind das Ding schon gestern gefahren und ich muss sagen, das ist unfassbar. Das ist aktuell der schnellste Vierzylinder momentan. Also es gibt keinen schnelleren Vierzylinder, Serie natürlich. Und das Ding geht einfach mega ab. Das Ding ist wirklich, für ein Serienfahrzeug ist das Ding unfassbar schnell. Und wir gehen mal nach vorne zu der Bremse. Wir haben hier einmal 90 Blutwägen mit einer 4-Kolben Bremsanlage. Die Bremsscheibe hat 360 mm vom S und der normale AMG hat 350 mm. Also du hast eine größere Bremskraft hier, was du auch auf jeden Fall brauchst. Das Auto beschleunigt mit 3,9 Sekunden auf 100 km/h. Das ist für einen Kleinwagen mega schnell. Mega schnell. Wir haben hier einmal die Performance-Sitze von AMG, auch mit dem schönen Logo hier, was davor nicht gab. Das ist kein Edition One, deswegen haben wir auch hier keine gelben Nähte, genau wie am Lenkrad. Was ein bisschen fehlt, finde ich. Ich finde, der Edition One sieht einen Tacken schöner aus, ne, Robert? Sieht einen Tacken schöner aus, aber das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau. Also das Fahrzeug ist eigentlich so, wie er hier steht, perfekt. Wirklich perfekt. Hier haben wir den AMG Motor. Das ist auch wieder das Prinzip von AMG. Ein Mann, ein Motor. Es gibt einen Mann, der dann den Motor zusammenbaut, alleine. Und hier, ist dann, hier haben wir zum Beispiel den Daniel Durmatz. Ich hoffe, ihr habt das richtig ausgesprochen. Das habe ich auch noch nicht so gesehen. Ich bin auch total wieder hinten im Turbo, du siehst einfach. Ja, das stimmt. Hier haben wir das Steuergerät, richtig? Ja, genau, hier haben wir das Steuergerät, das habe ich auch noch nie so gesehen. Was aber auch unter heiß wird, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Aber die werden schon, glaube ich, wissen, was sie tun, ne? Hier haben wir den Lader, was mega schön aussieht, weil du den Lader direkt siehst. Hier haben wir den Lader. Was auch ziemlich heiß ist, Robert. Robert ist geballert. Schickes Auto. Wir fahren jetzt eine Runde. Oder? Man denkt, das ist der Sound von hinten, aber ich weiß nicht, ob man es im Video hört. Der Sound von innen ist so laut, aber es kommt durch die Boxen. Also so gesehen so ein Soundmodul eingebaut, aber im Fahrzeug drin. Das heißt, das ist gar nicht. Das kommt vom Motor vorne, kommt das auf die Boxen im Innenraum. Genau, also das ist gar nicht irgendwie draußen so laut, sondern nur du als Fahrer oder die Leute im Auto haben dieses Gefühl, dass das Auto ultra laut ist, obwohl es gar nicht laut ist. Weil es durch die Boxen so simuliert wird. Hier sehen wir die Motorleistung, was du momentan fährst beim Beschleunigen und hier das Motordrehmoment, was mega schön auch gemacht ist, finde ich. Ja. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass bei dem Auto ab Werk eben keine Sportabgasanlage gibt, sondern eben jetzt dieses neue System. Okay. Aber gar nicht? Nee, gar nicht. Also es gibt nur diese Abgasanlage, die jetzt auch drunter ist. Ja. Aber du kannst eben nicht, wie es bei anderen Modellen der Fall ist, eine extra Sportabgasanlage bestellen. Oder was? Sondern eben nur dieses System, dass quasi der Motorsound dir in den Innenraum gespielt wird. Findest du das geil? Hat was, es ist halt was anderes. Ne? Was ich ein bisschen schade finde, ist, man hört das immer, wenn man dann aus dem Gas rausgeht und innen drinne der Sound eben leiser wird, weil kein Motorsound mehr nachkommt.
dann hört man draußen den Sound so ein bisschen. Ja. Und das verwirrt einen ein bisschen, ne? Ja, da merkt man dann erst, wie leise das Auto dann draußen, also leise in Anführungszeichen, das Auto draußen dann doch ist. Das finde ich ein bisschen schade. Aber, naja. Und was ich auch sehr schade finde, ist, dass es im Vergleich zum Vorgänger doch eine ganze Ecke leiser geworden ist. Vor allem was eben diese Pops and Bangs angeht. Ja. Beziehungsweise die Fehlzündungen in dem Sinne. Also das wilde Rumgeballer gibt es hinten gar nicht wahrscheinlich mehr, ne? Ja, nur noch ganz minimal. Okay. Aber deutlich, deutlich leiser als beim Vorgänger leider. Ja, aber dafür soll der Motor auf jeden Fall deutlich stabiler sein als beim Vorgänger, weil das war da ja das ganz, ganz große Problem, dass alle Nase lang die Turbolader hochgegangen sind oder generell Motorenschäden irgendwie mit an der Tagesordnung waren. Also ich habe zum Beispiel vom Bekannten gehört, der so ein Auto hatte, der hat, glaube ich, in 2 Jahren irgendwie 3-mal einen neuen Turbo gekriegt oder so, was ja eigentlich auch absolut nicht sein kann. Ne? Ja. Vor allem bei so einem Premium-Fahrzeug, was es ja letztendlich ist. Ich meine, wenn man sich den Listenpreis anguckt, das ist ja... Immer bei 61.200 Euro, glaube ich, habe ich gelesen. Ja, startet. Das ist, genau, das startet bei 61.000 Euro. Das ist schon krass. Das ist ein Kleinwagen, weißt du? Ja, also vor allem, wenn man sich den dann eben ein bisschen vollpackt mit ein paar Extras, ist man da ruckzuck. Also ich habe mir den mal just for fun so durchkonfiguriert, im Internet mal ein bisschen geguckt, wo man da landet. Da bist du dann irgendwie bei 86.000 oder so. Und das ist schon... Das ist schon eine Nummer, ne? Muss man schon einmal durchatmen. So. Aber ich finde, klar, dass der Preis ist für mich auch zu teuer. Ist einfach leider so. Aber ich finde, du hast mega viel Spaß in diesem Auto. Ne? Ja. Also ich bin CLS AMG gefahren und ich bin mehrere AMGs gefahren, wo ich dann sage, klar, die Dinger sind schnell. Aber du merkst es nicht im Auto, ne? Du kannst da entspannt 300 fahren mit einer Hand, ne? Ja. Wo ich dann immer gesagt habe, ja, ich finde den GTI zum Beispiel 10-mal besser, weil du diese Emotionen hast, ne? Schalten hier, da. Aber mittlerweile, also jetzt, wo wir die A-Klasse das erste Mal gefahren sind, ich war wirklich schockiert. Hey, der marschiert schon echt, echt böse nach vorne. Das hätte ich auch selber am Anfang so gar nicht erwartet. Ich bin auch schon C63 gefahren. Ich habe selber ein Auto mit deutlich über 500 PS. Genau. Es ist schon heftig, ne? Für das, was es ist, ist das schon echt krass. Und wir reden hier von 4 Zylindern, ne? Wir reden nicht von 6, wir reden nicht von 8, wir reden von 4 kleinen Zylindern. Das sind 2 Hände von mir. So groß ist der Motor. Ja, ist so. Ja, das ist schon echt, echt krass. Und ich finde auch, dass... Doppelkupplungsgetriebe vom AMG, 8 Gänge übrigens, das kickt unmenschlich, ne? Ja, ist okay, ich hab verstanden. Aber den Sound, den ihr hier hört, das ist nicht der Motor. Der Sound, oder das, was ihr hört, das kommt von den Boxen. Das kommt gar nicht wirklich von vorne irgendwie, sondern das kommt mal von hinten, sondern das kommt wirklich durch die Lautsprecher. Das ist Wahnsinn. Das ist echt krass. Ja, wir können ja gleich nochmal von draußen so einen kleinen Soundcheck machen. Dann hat man vielleicht auch so einen kleinen Vergleich. Genau. Ich weiß jetzt auch absolut nicht, wie das auf dem Video rüberkommt, aber hier im Innenraum, das hört sich schon echt sehr satt und dumpf, sehr, sehr laut an. Genau, ja. Du kannst alles einstellen. Das ist ja auch ganz neu jetzt, das Trackpace-Paket. Da kannst du dir deine Rennstrecken draufziehen. Ja. Man kann die Ideallinie fahren, ne? Weil das Auto, genau, das Auto schaut, wie am besten die Ideallinie für das Auto ist, und dann zeigt er das an, wie du am besten fahren musst. Ich weiß jetzt selber auch nicht ganz genau, wie das funktioniert, da ich das Auto obviously nicht auf der Rennstrecke bewegen kann jetzt erstmal. aber wenn man da jetzt drauf geht, eben ist hier der Wilster Berg drin, direkt erstmal Navigation und die Strecke ist auch drin. Ich glaube, damit kann man dann Rundenzeiten messen und sowas alles. Ja, dann Drag Race. Kann man Viertelmeile und so messen, was ja eigentlich auch ganz cool ist, sofern das dann wirklich auch zuverlässig ist. Ich weiß, dass bei mir im Auto habe ich so ein kleines Zusatzdatendisplay, da kann ich auch so Sachen wie Viertelmeile und 0-100 mit messen. Das ist nur leider eben recht unzuverlässig und recht ungenau. Was ich auch mega feier bei diesem Auto ist, der Drift-Mode. Ne? Ja, das Auto hat einen eigenen Drift-Mode, das heißt, du gehst auf Race-Modus
und drückst die ESP-Taste aus. Also du machst ESP aus und dann befindest du dich in diesem Fahrzeug im Driftmodus. Und dieses Auto, ich sag's euch ehrlich, das Auto driftet wie eine 1. Also das haben die so gut hinbekommen, das ist unfassbar. Das kennt man von Mercedes eigentlich so, glaube ich, gar nicht. Das ist, glaube ich, so eine Neuheit, ne? Die E-Klasse hat das schon, okay. Dieses 4MATIC Plus System. Das ist im Endeffekt, wie es was bei BMW im 5er, glaube ich, auch gibt. Oder im aktuellen M5. Du hast einen Allradantrieb und du kannst eben manuell auf Heckantrieb umstellen. Genau. Und was ich mega auch cool finde, wo ich dann sehe, okay, Mercedes macht sich einen Kopf für die Leute, dass sie nicht nur geradeaus fahren können, weißt du, wo die sich ein Auto kaufen, ja, okay, ich habe ein schnelles Auto, sondern wo der Spaßfaktor auch mitspielt, ne? Ja. Abbruch. Was möchten Sie tun? Abbruch. Hamburg. Abbruch. Abbruch. Nein. Ёбаный в рот, заебало, блядь. Mega geil, sind wir gerade live dabei, dass er sich sofort warnt. Ja, ja, und das neue Infotainment-System, das ist auch echt geil. Okay. Sprachsteuerung funktioniert bis jetzt echt sehr, sehr gut, finde ich. Ja. Bin ich so überhaupt nicht gewohnt und bin ich eigentlich auch nie ein Fan von gewesen, aber in dem Auto hier funktioniert das wirklich gut. Okay. Sei es Leute anrufen, sei es navigieren, sei es Musik machen und so, das ist schon echt ganz cool. Ja. Ich finde allgemein das Interieur, finde ich, mega schön. Also als das rauskam, habe ich gesagt, okay, weiß ich nicht, hier hast du so eine kleine Ecke, wo du reinfassen kannst, was auch beleuchtet ist. Alles ist eigentlich an diesem Fahrzeug beleuchtet, ne? Ja, Innenraum ist schon echt, also das sieht vor allem im Dunkeln sehr, 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 sehr wild aus. Wir sind gestern Abend gefahren und ich dachte, wir sind wirklich in so einem Space Shuttle, ne? Alles am Leuchten, alles... Ja. Du hast vor allem auch die Lüftungsdüsen sind auch nochmal alle beleuchtet, hier innen drinne. Vorne, ja. Und das sieht schon sehr, 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 sehr nice aus. Wie gesagt, im Dunkeln, ey, du denkst so ein bisschen so mit dem Raumschiff unterwegs. Das ist schon sehr geil. Und ich sag dir auch ehrlich, die Sitze, die sind mega sportlich. Ich bin nicht der Dünnste und sitze trotzdem mega schön hier drin. Also ich habe keine Schmerzen irgendwie, wo meine Seiten irgendwo reindrücken oder so. Du sitzt wirklich entspannt in diesem Sitz, ne? Obwohl es sportlich ist. Das ist super bequem. Also ich kann mir das auch echt gut vorstellen, in den Sitzen längere Strecken zu fahren. Habe ich so jetzt überhaupt nicht das Gefühl, dass die irgendwie unbequem sein könnten oder unbequem würden. Und das, obwohl es ja letztendlich Halbschalensitze sind. Ne? So, das ist schon echt cool. So, das war die A-Klasse AMG. Und wir sehen uns spätestens nächste Woche wieder bei uns hier auf dem Kanal. Und bleibt gesund, fahrt vorsichtig, passt auf euch auf. Ciao. Wir sind heute hier mit Robert und seiner. Verpiss dich, Alter. Seiner. Ein Abbruch. Wo er dann. Direkt mit hinten ein bisschen rausschießt und Abbruch! Ja, sehr tolles Was möchten Sie tun? Abbruch!